Oh, jemine. Abri, abri, abri. Nein, nicht. Hallo, Schwester. War ich das etwa? Viel Spaß. Hallo, ihr Lieben. Hier ist Santiago Ziesma, alias SpongeBob Schwammkopf. Ich grüße Fabian und alle anderen SpongeBob-Fans, die sich dieses Video hier anschauen. Also, ganz viel Spaß! Ah. Lieber Steve, ich schreibe diese Flaschenpost, weil dein kleiner gelber Unterwasserschwamm SpongeBob-Schwammkopf und seine Freunde mein Leben sowie das unzählige anderer Menschen berührt haben. Ich wüsste nicht, ob ich die gleiche Person wäre, die heute diesen offenen Brief schreibt, wenn mich nicht damals ein Sprecher mit starkem französischem Akzent in Bikini Bottom begrüßt hätte. Bis heute esse ich mein Müsli aus einer SpongeBob-Schüssel und bin jeden Tag aufs Neue enttäuscht, dass in der Cerealienpackung nicht das Muschelhorn versteckt war. Naja. Vielleicht ja morgen. Aber auch in Videospielen, diversen Printmedien, Fernsehen und sogar auf der großen Kinoleinwand hat der gelbe Quadratschädel mich stets aufs Neue unterhalten und generell bleibt zu sagen, dass du, Steven, etwas geschaffen hast, was nicht nur multimedial, sondern auch zeitlos ist. Ja. Ich kenne wenige Sachen, welche ein so breites, komplett altersunabhängiges Publikum dermaßen Absolut. Begeistern. Aus SpongeBob kann jeder etwas für sich rausziehen, ja. wenn er sich darauf einlässt. Seien es Abwehrstrategien gegen einen Seebärenangriff, eine Belehrung über die physischen Gegebenheiten unter Wasser oder der simple Fakt, dass selbst ein Stein mit dem richtigen Training eine Schnecke überholen kann. Für mich war es der Vorsatz, das Kind im Manne stets in Ehren zu halten. Deswegen bin ich zwar groß, aber nie erwachsen geworden. Und das ist auch gut so. Ja. Als Vorwort zur ersten Staffel hast du die Serie mit einem Schiff verglichen. Man wüsste erst, ob es hält, wenn man damit das erste Mal in See sticht. Und ich bin dir dankbar, dass dein Schiff nicht nur bis heute Bestand hat, sondern ich seit Tag 1 mit an Bord sein durfte. Danke, Stephen Hillenburg. Ich bin bereit. Fabian. Sehr schön, Fabian. Super. Kann ich voll unterschreiben. Ja, schade, dass es Steven Hillenburg leider nicht mehr gibt, ja. Och Mensch, da wird man richtig sentimental. Da hat er wirklich was geschaffen für die Nachwelt. Absolut. Und ich bin dabei. Also die Idee finde ich klasse. Was die Umsetzung anbetrifft, ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ne? Aber die Idee ist super. Oh, schade, das war's schon mit dem Video. Aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet. Es ist auch kostenlos. Leider. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal, eure Stimmen unter Wasser.